Wir unternehmen eine Aquarellreise in den Norden, in eine norwegische Siedlung bei Nacht mit einem imposanten, verschneiten Berg am Horizont und einer tollen Kulisse aus farbigen Polarlichtern. Wir lernen geschwungene Polarlichter im Himmel und pulsierende Lichter einer Kleinstadt im Norden darzustellen. Mit diesem Tutorial steigerst du auf jeden Fall dein Aquarellkönnen und erschaffst dein eigenes Kunstwerk. Melde dich an und lass uns gemeinsam auf eine unvergessliche Entdeckungsreise in Aquarell begeben. Wir sehen uns gleich im Kurs. Herzlich willkommen zu unserem Aquarell-Tutorial mit diesem wunderschönen Motiv einer nördlichen Landschaft, einer Siedlung irgendwo hinter dem Polarkreis mit Polarlichtern und diesem imposanten Berg. Hier kommt noch Hintergrund. Eins. Ja, also nur Andeutung, nur symbolisch, damit wir einfach schon sofort verstehen, aha, das ist eine Siedlung, das sind Häuser, aber wir werden selbstverständlich nicht alle Häuser malen, sondern nur andeuten. Nun, es geht los mit dem Himmel und diesem schönen Base, den ich kontrollieren kann. Und ich mische mir so richtig knallige, neonfarbige Farbe. Erstmal Zitronengelb. Zu diesem Zitronengelb kann ich Phthalogrün einfügen. Aber einfach heller ist und nicht so definiert. Auch von der Seite können wir gerne einmal in diese Richtung die Streifen führen. Ich würde sagen, das passt. Und was wir jetzt brauchen, wir werden diesen Bereich hier einmal mit dem Föhn anföhnen, so dass wir diese Fläche mehr oder weniger trocken kriegen. Aber bitte föhne nicht das Papier komplett trocken. So, das ist jetzt bei mir angetrocknet, das ist nicht komplett trocken, aber das ist genug für mich, damit ich die zweite Schicht drauf, die zweite Tonalität einfüllen. Und das vermische ich auch so streifend mit der Bist du eigentlich Farbe, damit zufrieden bist. Dann kannst du es einmal ruhen lassen, trocknen lassen und dich auf weitere Teile des Motivs konzentrieren. Ich würde vorschlagen, weil wir schon in dieser Tonalität sind, dass wir auch noch das Wasser hier, ein Wasser. Hier kann ich auch Ultramarin nehmen, das ist ja die Farbe, die bei mir so stark verbreitet. Das ist jetzt egal, das darf sich jetzt verbreiten. So, das Wasser ist da, die Oberfläche ist gemacht. Wir werden das später natürlich noch weiter gestalten, indem wir Lichter einfügen. Aber jetzt ist der Berg Oberfläche. So, und immer wieder tunken, immer wieder neue Farbe nehmen, damit du genug Feuchtigkeit auf dem Pinsel hast. So, schön gezackt. Ich male quasi mit einem trockenen weißen Streifen dazwischen. Dann nehme ich zum Beispiel Rot. Dann wird es eine rote Fassade hier sein. Ja, das sind einfach Häuser, die wir etwas genauer darstellen, damit wir in dieser Vielfalt auch einige Akzente setzen, ja, einige Highlights. Hier ein bisschen Fenster darstellen, ein paar Streifen machen, einfach nur symbolisch etwas darstellen. Hier vielleicht noch. Dafür werde ich weiße Gouache brauchen. Aber bis dahin, bis wir das anwenden, sollen wir uns vergewissern, dass hier das Ganze einmal trocken ist. Ich helfe ein bisschen kurz nach und das und kann ich auch kurz mit an der Karte machen. Ja, auftragen und sofort kann ich auch irgendwo was abnehmen. Und so gestalte ich diesen Fels, diesen scharfen Fels mit scharfen Kanten. Aber auch nicht übertreiben. So. Und
ich gehe jetzt zum Teil der Siedlung. Das werde ich jetzt auch anfeuchten mit einem halbfeuchten Pinsel. Erstmal hier den Bereich der Siedlung. So, ein bisschen mehr hier. Das ist auch schön beleuchtet. Immer wieder neue Farbe aufnehmen, bitte. Irgendwo wieder Reifen ziehen. Guck, so. Ja, das kann auch sein. Irgendwo kann ich so ein Gelb nehmen. Und mit diesem Gelb kann ich auch so einen Streifen ziehen. Im Nassen. Symbolisch. Keine zu feine Sachen. Nur damit hier einmal kurz das Auge drüber streifen kann und sich vergewissern, ja, das ist eine Siedlung. Das ist nicht irgendwas, sondern eine Siedlung. Da sind ein paar Häuser zu sehen. Ja. Unser Motiv ist fertig. Das war eine ganz leichte Geschichte, hoffentlich auch für dich. Ganz interessante Methode, um Polarlichter zu malen. Was du allerdings natürlich noch machen kannst, solange du noch hier weiße Gouache hast, du kannst hier ein paar Sterne einfüllen. Dafür werde ich so einen Borstenpinsel nehmen, Fächerform, ein bisschen anfeuchten und hier. Du sollst es eventuell irgendwo einmal testen. Hier zum Beispiel habe ich so ein altes Papier und hier solche Bewegungen machen. Ja, das passt. Dann können wir das auch gerne ganz fein diese Sterne hier einfüllen. Zack. Nicht übertreiben. Das war's. Super. Das passt. Mehr werde ich auch nicht machen. Und ich würde sagen, dass unser Motiv jetzt wirklich fertig ist. Schöne Methoden für die Polarlichter oben in zwei Schichten, also zuerst die helle Schicht und dann die dunkle Schicht, mit der wir die Polarlichter auch gestaltet haben, ihnen eine Form gegeben haben. Dann natürlich die Methode mit der weißen Gouache auf dem nassen vorgenetzten Papier, damit diese Gouache auch ganz weich aufgetragen wird und sich schön weich verteilt. Ein Motiv nass in nass. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und wir sehen uns in den nächsten Tutorials. Bis dann. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Wenn du dich fragst, wo dieses Tutorial in voller Länge mit Malvorlagen und ohne Werbeunterbrechungen zu finden ist, dann schau mal kurz unten in die Beschreibung rein. Da habe ich dir einen Link hinterlassen.